herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hot or Schrott von Glover. Glover hat seine Kompressoren geupdatet in der Version 1.1, meine Damen und Herren. Und was hat sich zugetragen? Was ist dazu gekommen in der Version 1.1? Hier ist es so, dass wir jetzt quasi neue Slots haben für den Renault Evo 21. Das ist der Renault von Glover. Dann haben wir hier noch ein paar Kleinigkeiten ein bisschen gefixt am MAN TG3 und jetzt was ganz neu ist, ist natürlich der SCS DAF XD und der Scania von Eugene aus dem SCS Forum. Soweit er dann halt geupdatet ist. Ansonsten müsst ihr euch halt den alten runterladen in der Zeit und dann einfach bloß die Manifest umschreiben. Dann könnt ihr das natürlich nutzen. Ich will euch das hier einfach mal zeigen an den Modellen. Das wäre jetzt der Scania P von Eugene und dann habt ihr hier quasi jetzt erstmal leer. Da muss man sich dementsprechend hier die Tankgrößen anbauen. Wo ist es? Da glaube ich einer. Genau, da ist er. Gehe ich mal hier rüber, dann sieht er das Ganze ein bisschen besser. Machen wir mal so. Ich mache es mal mit der Kameramodus hier, dann sieht man das alles ein bisschen besser. So, jetzt. So. Und da sind sie schon. Ne, da sind sie. Genau. Richtig. So, und dann habt ihr jetzt hier die Slots und dann könnt ihr jetzt theoretisch hier euer Zeugchen bauen. Ich zeige es euch einfach mal in der Toolbox. Ne? Da müsst ihr dann schauen, wie weit passt was. Kann man das vielleicht noch mal ein bisschen Stück rübersetzen, wenn man das möchte. Da muss man dann dementsprechend einfach mal gucken hier, ob das passt oder nicht. Ich zeige jetzt einfach mal, was hier mit am Start ist. Ne? Toolbox, verschiedene Varianten, auch so zweierlei mit Feuerlöscher und hast nicht gesehen. Auch eine Breite, die tun wir jetzt ein bisschen rüberstellen. Nur, dass man das mal sieht, was mit dabei ist. Dann kommen wir schon mit zum Hydrauliktank 1, zur Version 2. Dann von Hüver, Tank 3. Dann von Wiegel. Dann haben wir zweite Variante. Dann hier Equipment bei Wiegel. Die Silent Line Version 1, genau, dann die 1P, dann haben wir hier nochmal diese Variante, wo hier die Schläuche dran kommen, dann haben wir noch, Moment, V2P, oh, die gefällt mir eigentlich am besten, die New Silent Line, weil die ist so eckig, so kantig und mit diesem dunkelgrau sieht es richtig, kommt es richtig gut rüber. Dann haben wir die GR Rand 1, die V1P, dann die RTI, es gibt zu viel Kompressoren, ne? Alter, der Markt ist überschwemmt vor lauter Kompressor, meine Damen und Herren. Und das könnt ihr halt, wie schon gesagt, jetzt hier anschrauben. In dem Fall ist es ja der Scania P. Ihr könnt es aber natürlich auch ganz klare Geschichte. Ich zeige es euch mal. Jetzt gehen wir hier nochmal kurz reiß. Es ist egal, welchen Scania ihr hier auswählt. Ne? Ich nehme jetzt mal zum Beispiel den Scania S. Na, auch das mal Ding gesehen. Das ist der von Eugene, wie schon gesagt. Wir können mal gucken. Auch gerade bei den Chassis-Varianten muss man dann noch ein bisschen schauen, inwiefern wir hier Luft haben. Hat er auch geschrieben. Da muss man dann gucken, was passt nicht. Hier zum Beispiel Slot. Da kannst du dann hier vorne halt nochmal so einen Kompressor anbauen. Ja, warte mal hier, so zum Beispiel. Oder muss man vielleicht ein bisschen Stück zurück noch einfach mal ein bisschen testen, wie passt es hin? Muss ich vielleicht auch eine andere nehmen? Aber hier ungefähr, ne? Dass ihr es mal seht, das wäre hier auch möglich. Also da müsst ihr gucken nach Chassis halt. Welche Chassis will ich fahren? Was habe ich da noch Platz? Was kann ich da noch hinkleben? Aber das würde theoretisch funktionieren. Also egal, ob das jetzt Typ 2, Typ 3, die hier ist, müsst ihr einfach mal ausprobieren. Auch hier natürlich, wenn das Chassis umso länger ist, dass du hier mehr Platz hast, dann bringst du hier natürlich auch ein bisschen mehr Gedöns hin, ne? Auch klar. Dann, was haben wir noch? Hier die V8-Variante, die 8x4 da glaube ich eher nicht. Ne, da haben wir keinen Platz mehr. Aber dann hier nochmal, ne? Bei der 6x4, V8, so rum. Da geht es natürlich auch. Hier, pass auf, hier dann nochmal, ne? Slots, check. Also da müsst ihr euch einfach ein bisschen austoben. Also Scania von Eugene passt jetzt hier, könnt ihr dann dementsprechend nutzen, wenn ihr das wollt. Gehen wir hier nochmal raus, denn ich zeige euch nochmal beim DAF, das ist ja auch quasi neu beim DAF XD Daycap. Nehmen wir jetzt einfach mal den Daycap. Einfach aus der D-Kiste rausgegriffen, den Daycap. Please hold the line, bitte warten Sie. Ihre Steam-Inventarobjekte werden geladen. Bitte warten Sie. Bitte warten Sie. So, jetzt. Dankeschön. So, jetzt. Also, wir gehen wieder auf den Tank. Hier sind wir. Und dann haben wir, warte mal, hier die, ich muss mal gucken, wo haben wir denn hier die Anbauslots hier für den Tank? Das wäre der Tank. Ist es gar nicht, warte mal, ich muss mal lesen. DAF XD, hier ist er nicht mit dabei. Ach, da ist er. Ah, da muss ich mal den Punkt suchen hier. So, Slots, da ist er. Da haben wir hier unten nochmal einen Slot. Das heißt, ihr könnt hier unten zum Beispiel auch noch was hinmachen. Und da muss man dann gucken, was dann hier hinpasst. Ich weiß nicht so genau, was. Ah, der ist aber verkehrt rum, der Punkt. Für was brauchen wir denn den Punkt? Ich gucke mal ganz schnell. Gibt es hier auch was ich hier rankleben kann? Ich geh mal kurz durch. Weil der Punkt macht mich jetzt ein bisschen. Ah, hier, die Hydro. Die passt auch nicht ganz, ne? Weil das ja eigentlich der Batteriekasten hier ist, ne? Kann man. Nee, das ist nämlich der Batteriekasten hier, ne? Ja, na klar, auf der Seite. Das ist der Batteriekasten. Da frage ich mich doch jetzt. Jetzt müssen wir ganz kurz wegmachen. Nee. Toolbox vielleicht? Ah, hier, die kleine Toolbox kannst du hinmachen. Guck, die passt.
Die passt wie Sau, Sau, Sau. Guck an, da kannst du die kleine Toolbox hinkleben, wenn man das möchte. Ne? Finde ich ganz cool eigentlich. Oder so, in der Form. Und dann machst du hier den Hydraulikkasten hin. Coole Sache, oder? Cool. Also das funktioniert auch hier natürlich in der FDN-Variante oder in den FTT. Das geht dann auch hier. Müsst ihr, wie schon gesagt, gucken, immer gucken, was habe ich an Fläche, was habe ich an Platz. Da sind wir wieder Stück Slots. Hier, dass ihr das da habt, ihr die Slots. Und was ihr halt natürlich braucht. Egal, ob es auch der Sleeper ist oder dann dementsprechend die andere Variante, das könnt ihr euch hier dann hier so reinbauen. Finde ich eine richtig tolle Geschichte hier, dieses neue Update in der Version 1.1. Denkt nämlich dran, diese Kompressoren kamen relativ gut an in der Community, denn wir haben halt das noch nicht. Und wenn du Silo-Zug fährst, dann brauchst du halt so einen Kasten, ne? Muss man ganz klar sagen. Und da hat Glover natürlich wieder das Schwarze getroffen mit diesem tollen Mod. So, hier jetzt zusammengeschraubt mit dem DAF XD und ich habe schon erwähnt, es ist eigentlich wurscht, was für ein Chassis du hier nimmst. Sobald Slots da sind, könnt ihr das euch hier reinbauen, so wie ihr das braucht, so wie ihr das wollt, so wie ihr euch das wünscht oder so wie es halt gefällt, ne? Je nachdem. Ich zeige es euch hier noch mit der Flycam, dass ihr das nochmal seht, das Ganze. In dem Fall hier natürlich Feldbinder, logisch, macht natürlich Sinn. Und dann hier hinten dann der komplette Kompressor drauf. Sieht cool aus, oder? Ich finde es auch geil, dass hier wirklich der Ding drunter passt hier, ne? Dieser Staukasten hier unter diesem Batteriekasten passt. Finde ich ja irgendwie genial, ne? Ich hätte es gedacht, das ist irgendwie ein Fehler, aber passt wie die Faust aufs Auge hier, ne? Dann mit dem Kompressor, klar. Da brauche ich nicht viel zu sagen. Das sieht alles ganz schnieke aus, ganz toll. Und passt natürlich wie die Faust aufs Auge hier zu diesem ganzen, zum Trailer, das, was man halt dazu braucht, ne? Coole Sache, oder? Das Ganze funktioniert natürlich auf der 1.48, auf der 1.485 und natürlich auf der 9.149. Also ihr braucht da keine Sorgen machen, dass da irgendwas nicht funktioniert oder so. Aber das läuft, meine Damen und Herren. Absolut unkompliziert, absolut easy. Und von dem her könnt ihr da mal gucken, wenn ihr wollt. Genau, wenn ihr noch Fragen habt zu diesem richtig guten Mod, ist wie schon gesagt Version 1.1, dann dürft ihr es gerne machen. Unten in der Beschreibung ist der Link dazu. Könnt ihr gerne mal draufklicken bei Glover, sein Gedöns. Könnt ihr mal ein bisschen durchgruschen, falls ihr noch anderes Gedöns braucht. Dann werdet ihr da bestimmt fündig. Ansonsten, falls Fragen sind, gerne kommentieren. Ansonsten lasst einen Daumen da, Abo für den Kanal, nicht vergessen, die Glocke drücken. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem neuen Kompressorenpaket von Glover. In diesem Sinn, schönen Abend noch, macht's gut, bis bald und adios.